an die Brassen! Hoido, ihr Landratten und Kielschweine, willkommen zurück bei einer neuen Folge Herrscher der Meere. Es sind wieder Piraten im Spiel. Und es hackt hier wieder ein bisschen. Braucht was, ein bisschen, bis die DOS-Box hier den Sound wieder ans Laufen kriegt. Na, versuchen wir nochmal anzuschubsen. Ja, das war's dann auch schon wieder, erfreulicherweise. Ja, es sind wieder Piraten im Spiel, ne? Hier der Hafen Riva im Norden wurde von Piraten übernommen und ich habe einfach mal um eine Missionsbrig eine neue Flotte, eine kleine Kampfgruppe gebildet, die da mal nach dem Rechten schauen soll. Hier am Süden. Ja, die Kampfgruppe, die wird noch eine Weile brauchen, bis sie dort eventuell endlich eintrifft. Und die zweite Reservekampfgruppe, die hat ja hier ganz stark unter Sturmschäden gelitten. Ne? 6 Schiffe hat es mir hier auf den Meeresboden geschickt. Und der Rest sieht auch nicht allzu gut aus. Ne? Lecks, Schäden. Was das? Ja. Was das Herz begehrt, hätte ich fast gesagt. Aber wir wollen erstmal zusehen, dass wir die Besatzung gleichmäßig verteilen. Natürlich haben wir jetzt zu wenig Leute an Bord, um die Geschütze auch zu bemannen. Das heißt, die Flotte ist natürlich, mal abgesehen von den Schäden und Lecks, die die einzelnen Schiffe haben, sowieso nicht einsatzfähig. Gott sei Dank sind die aber noch relativ schnell, sodass wir die, ja, hoffentlich halbwegs heile daraus kriegen. Und zumindest ist es dann im nächsten Hafen. Ich denke mal, wir schicken die einfach nach Nebelauen und lösen diese Kampfgruppe dort auf. Ah, denn mit den Wachs hier, da werden wir nichts reißen können. Da werden wir ja nochmal eine neue Kampfgruppe aufstellen. Und wir haben Monatsanfang. Wir haben eine neue Mission. Nee, die haben wir nämlich auch schon in der letzten Folge angenommen. No? In Nebelauen ist die Tochter des Botschafters. Die Botschaft des Tochters, Gottes Willen. Ich nehme schon nicht wieder zu lange auf hier. Ist die Tochter des Botschafters entführt worden. Und wir sind also von Järgern aus schon unterwegs mit dem Lösegeld. Hier. Na? Wo ist sie? Mission 4, da. Na? Gerade noch nicht mal aus dem Hafen raus, aber auf geht's. Oh, da bewegt sich hoffentlich was. Jawohl, da ist er unterwegs. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Ja, der Handel soll aber trotzdem nicht ruhen. Wir holen hier in Tuslak einfach nochmal ab, was wir alles mitnehmen können. Oh, da ist hier genug Material. Ja, da einmal hier noch Proviant und Personal aufgestockt und dann nehmen wir hier mal kräftig Alohol mit. Den können wir im Süden gut verkaufen. Fälle weniger, die werden wir auf dem Rückweg, denke ich mal, irgendwann mitnehmen nach Järgern und dann auf die große Hafenrundfahrt schicken, sodass die dann also auch in Festung verkauft werden können. So. Soweit hier also, so gut. Die Waren, die in Kunshom produziert werden. Die nehmen wir immer mit, wenn wir hier aus dem Süden zurückkommen, mit Teppichen von Kaprabak. Ja, machen wir hier Kunshom-Station, verkaufen die Teppiche, nehmen dafür Baumwolle und Zucker an Bord und bringen das nach Järgern. Das ist so eine weitere Handelsstrecke, die sich hier natürlich anbietet. Zack, die Galeonen müssen wir also jetzt weiter Richtung Süden schicken. Wie sieht's denn hier aus? Ja. Ja. Nach Charybso, denn wir wollen hier wieder an der Westküste die Häfen abklappern. Dann haben wir noch Produktionsstätten, die wir irgendwann mal gekauft haben. Und wir sind eingelaufen, Sir. Wo wir die Waren nie abgeholt haben. Die große Hafenrunde in Merolin angekommen. Dort können wir also Gewürze verkaufen. Nur 7 Tonnen, aber bringt Geld. So, auch hier wieder Leute
an Bord genommen, die Mannschaften aufgestockt auf Sollstärke. Ebenso den Proviant. Damit sind wir hier schon wieder fast voll. Schauen wir mal, wofür wir noch gutes Geld kriegen. Für Zucker zum Beispiel. Für Baumwolle, auch nicht verkehrt. Aber sehen wir erstmal zu, dass wir hier ein bisschen zuckerlos werden. Hoppala. Nicht ganz so viel. So. Sondern eben genug, um hier eben Tabak und Kaffee an Bord zu nehmen. Schauen wir mal, was wir hier von anderen Produzenten noch abholen können. So. Da sind wir uns ja auch nicht zu schade, hier für andere Leute auch noch Krempel durch die Gegend zu fahren. Auf unserer großen Hafenrunde machen wir das einfach mal mit die paar Tonnen. Für die haben wir immer noch Platz. Weiter geht's mit der großen Hafenrunde. Ja. So. Dann schauen wir mal. Die Piranhas, unsere Piratenbekämpfer hier oben. Leider doch sehr langsam unterwegs. Schauen wir mal, wie viel Proviant die noch haben. Ja, für 17 Wochen sollte aber reichen. Notfalls können wir sie hier nach Leskari schicken. Das ist auch nicht viel näher alles hier. Also Nothafen, um hier den Proviant aufzufrischen. Nicht in Reichweite. Die Jungs müssen einfach durchhalten. Sind aber neue Schiffe, von daher relativ schnell. Hängen aber eben nur gerade in der Flaute fest. Kein Wind, kein Vorkommen, kein Vorankommen. Jedenfalls nicht mit Segelschiffen. Aber wir werden die Runde beenden. Schauen wir mal, ob was passiert. Erweiterte Piratenaktivitäten sieht nicht so aus. Ah, technologischer Fortschritt. Stufe 7. Das heißt, neue Schiffe, die wir jetzt kaufen, werden noch größer, noch schneller, noch stabiler sein. Ja, können mehr Waren, Geschütze und Fracht tragen. Aber in Jargan, einige alte Produktionsstätten verfallen. Soweit. Ja, auch okay. Auch in Festum, da werden wir gleich nachgucken. In Dira hat eine neue Brig fertiggestellt. Wäre keine schlechte Idee, die da vielleicht noch hinterher zu schicken. Und in Nostria eine Brig, okay. Kümmern wir uns erstmal um die Produktionsstätten in Jargan und Festum. Jagern heute. Und das war Nahrung. Die da. Okay. Heute und in Festum. Festum, Festum, Festum. Da. Gehen wir mal auf Gewürze. So. Und dann haben wir noch oben hier in Dirat die Möglichkeit, noch eine Brig zu kaufen, auszurüsten und unseren Piranhas einfach mal hinterher zu schicken. Hier haben wir auch Leute wieder, die wir rekrutieren können. Das macht sich soweit gut. Dann können wir nämlich noch eine Fregatte halbwegs gut ausrüsten. Kaufen wir uns auf Leute zufügen. Die kriegt mal Zweiergeschütze. Davon allerdings nicht die volle Ausstattung, damit wir halt mit den Leuten auch auskommen. Damit wir genug Leute haben, um die Geschütze zu bedienen. Das reicht schon nicht, was wir da haben. Soweit so gut. Dafür haben wir dann mehr Platz für Proviant. Auch nicht verkehrt. Und Kugeln nehmen wir mal mit, jede Menge. Ja, die werden wir sicherlich auch brauchen. Und dann schicken wir die Jungs einfach mal ebenfalls nach Riva. Auch gegebenenfalls, um hier unsere Piranhas zu verstärken. Gegebenenfalls mal sehen, was den Jungs da noch passiert. Ob sie es schaffen, die einzuholen rechtzeitig, werden wir ja sehen. So, unsere Mission nähert sich hier. Nebelauen, wunderbar. Das Lösegeld werden wir hoffentlich noch diesen Monat übergeben können. Sieht soweit gut aus, alles fließt wieder hier, alles bewegt sich. Ja, die im Sturm zerzauste Kampfflotte kriecht in den Hafen von Nebelauen.
Wir laufen ein. Und unsere Galionenflotte auf dem Weg aus dem Süden hier nach Kumshon läuft auch in den Hafen ein. Wir sind eingelaufen. So weit, so gut. Ja, die Kampfflotte hier ziemlich zerzaust. Die einzelnen Schiffe, Schäden, Lecks überall. Versilbern wir die Dampfer einfach mal. Ja, wir können uns ja erfreulicherweise jederzeit schnell neue Schiffe zusammenkaufen und eine neue Flotte aufstellen. Das ist ja alles kein Problem. Unsere Werften sind hier ja gut bestückt. Ja. Und hoffentlich schafft es die Mission noch diesen Monat. Es sind nur noch ein paar Tage, die wir hier zur Verfügung haben, in den Hafen einzulaufen. Die Galionen sind immer noch vor dem Hafen. Schicken wir sie mal rein. Wir sind eingelaufen, Schatz. Jawohl. Teppiche und Gewürze werden wir hier in Kumshon verkaufen. Gewürze haben wir nicht an Bord, also verkaufen wir Teppiche. Bringt auch nochmal schön Kohle. Besatzung verstärkt Proviant an Bord und die Waren, die hier produziert werden. Jawohl, bis auf den Alkohol kann dann alles auf die Großtour gehen. Fremdprodukte haben wir hier nicht. Aber wir sollten mal schauen, ob wir nicht eine der Galeonen austauschen. Ne, wir haben hier gerade auch keine am Lager auf der Werft, dass wir sie austauschen könnten. Also ab nach Jergan. So, schade. Die Mission hat es leider nicht geschafft diesen Monat. Macht aber nichts. Nächsten Monat sind wir immer noch früh genug dran, um da hoffentlich eine schöne Belohnung zu kassieren dafür, dass wir hier das Lösegeld überbringen. In Festum eine neue Galeone. Sehr schön. In Jergan wieder veraltete Produktionsstätten zerfallen. Das war ja der zweite Standort, den wir ausgebaut haben hier mit Produktionsstätten Jergan. Deswegen zerfallen die hier auch als erstes wieder. In Medena eine neue Galeone. Soweit, so gut. Jergan, was schauen wir? Was ist da zerfallen? Das war, glaube ich, eine Produktionsstätte für Nahrung. Ja, zerfallen ist. Ersetzen wir die mal einfach. Und dann geht's weiter. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Jawohl, die Jungs hier unten sind auf dem Weg ab in den Hafen, um sich zu verproviantieren. Wir laufen ein. Und die Mission leider nur ein paar Tage zu spät. Wir sind eingelaufen, Sir. Soweit aber alles kein Problem. Wir werden hier kräftig wieder Proviant an Bord nehmen. Die Besatzung noch nicht aufstocken, denn das geht ja dann auf die Reichweite. Die Leute müssen ja auch verpflegt werden. Und wir schauen mal, ob wir den Schwung hier nach Mengbilla schaffen. Ob das reicht? Ja. Wie sieht's aus? Kommen wir nach Kuslik. Sieht auch gut aus. Vielleicht sogar nach Nostria. Das ist ein bisschen knirsch. Also schicken wir die Dampfer hier erstmal nach Kuslik. Dort wieder verproviantieren und dann weiter hier irgendwo, denke mal in Dirat, nee, in Ulport. Da werden wir da nochmal Leute an Bord nehmen und dann gegebenenfalls hier noch in Riva eingreifen, falls die Jungs von den Piranhas mit ihrer Verstärkung das nicht schaffen. Ja. So, endlich aber wir sind eingelaufen, die Mission abgeschlossen, Lösegeld übergeben, die Jungfrau gelangte dank eurer Hilfe wohlbehalten zurück in den elterlichen Schutz. Euch soll nun die versprochene Summe von 50.000 Gold übergeben werden. Nehmen wir doch dankend an. Wichtiger sind mir allerdings die Punkte, die ich für diese abgeschlossene Mission bekomme. Die bringen mich nämlich im Spielfortschritt weiter und hoffentlich näher an die nächste Beförderung. Ja, wir sind ja schon eine ganze Weile Herzog. Wollen wir mal sehen, dass wir da weiterkommen. So, wir haben eine Missionsbrig hier in Buron. Die wäre für den Ostteil der Welt zuständig. Dann hier in, finde ich die doch besser, wenn wir die in Jergan hätten. Da haben wir nämlich hier den Ostteil dieses Mittelmeeres.
abgedeckt und auch recht gleich dann Zugriff noch hier nach Süden für die nächste Mission. Proviant brauchen wir dafür extra nicht aufzustocken. Nach Järgern sollte der Dampfer auch so kommen. Ja. Und damit haben wir es für diese Folge wieder einmal. Ja. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt... Na? Unser Proviant geht zur Neige, Sir. Das war ja fast zu erwarten. Egal, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Empfehlt mich weiter. Adieu mit Ü. Na? No.